Hallo, ich wünsche euch mal einen schönen Abend von meinem Schreibtisch. Ich bereite jetzt noch ein bisschen was vor. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die für die nächsten Tage Hashtag wir retten Ostern nochmal wichtig sind. Einmal möchte ich daran erinnern, dass wir ja noch unsere Osterwitze-Challenge haben. Also mich haben nicht nur auf unseren Portalen, sondern auch in privaten Nachrichten schon einige schöne Witze erreicht. Und ich poste das auch nochmal nach oben, damit ihr vielleicht auch selber noch was in die Kommentare schreiben könnt. Da geht es ja einfach darum, das Osterlachen wieder zu beleben und unsere Angst ein bisschen wegzulachen. Ja, dann haben wir natürlich jeden Tag ganz wunderbare Lieder von dem Kinderliedermacher Reinhard Horn, der die uns zur Verfügung stellt und der uns die auch einsingt. Und da möchte ich euch jetzt schon mal darauf hinweisen, dass am Ostersonntag mit ihm ein ganz tolles Mitmachkonzert stattfinden wird. Um 17 Uhr können wir alle unsere Smartphones, unsere Computer anmachen und dann können wir mitsingen, mitfeiern und mittanzen. Die Ankündigung poste ich euch natürlich auch noch. Das werdet ihr auf keinen Fall bei mir verpassen. Aber mir sind auch noch ein paar andere Dinge durch den Kopf gegangen, als ich so nachgedacht habe über unser Ostern und wie anders es sein wird in diesem Jahr. Nämlich ohne die Verwandten, ohne Oma und Opa, ohne schöne Besuche, ohne Spaziergänge im Pulk der gesamten Familie. Vielleicht macht es euch Spaß, den ein oder anderen Osterbrauch zu erfahren, wie in anderen Ländern Ostern gefeiert wird. Dann habt ihr den anderen, mit denen ihr telefoniert oder FaceTime macht oder eine Skype schaltet, was Neues zu erzählen. Oder ihr erzählt von Osterbräuchen, die auch ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, genau wie das Osterlachen. Ich poste euch dazu ein paar Links und in die Stories natürlich auch noch mal Bilder. Mit den Stories ist das ein ganz guter Hinweis, denn wir haben ja tolle Kollegen bei uns im WDR Fernsehen und bei Hier und Heute, das läuft nachmittags bei uns im WDR, da ist ein ganz toller Bäckermeister und Konditor und der kann überhaupt die tollsten Sachen und der hat uns Rezepte zur Verfügung gestellt, also den Zuschauern. Die habe ich mir einfach gegriffen und in die Story gepackt. Und zwar geht es darum, den Osterzopf zu backen mit und ohne Hefe. Ich habe mir jetzt wilde Hefe angesetzt. Auch das Rezept steht noch mal in der Story. Also guckt da gerne noch mal rein, weil morgen ist ja noch Zeit. Dann können wir den am Karfreitag backen und dann ist der am Ostersonntag richtig schön und richtig lecker. Ja, das ist das, was ich heute eigentlich euch noch mal sagen wollte. Und ansonsten gibt es morgen auf jeden Fall noch mal ein PDF, mit dem ihr einen kleinen Familiengottesdienst feiern könnt am Grünen Donnerstag, um an das letzte Abendmahl zu erinnern. Und wir starten den Tag wieder mit einem schönen Lied von Reinhard Horn. Da freue ich mich schon drauf. Macht's gut, bis bald.